Versteckte Funktionen in Draw. Teil 5. Objekte bearbeiten, umwandeln und Galerieformen erzeugen. Öffnen Sie Draw und öffnen Sie die bestehende Arbeitsdatei draw-objekte.odg. Eine Kurve zeichnen. Sie möchten nun eine Kurve zeichnen. Klicken Sie auf die Folie 5. Wählen Sie das Symbol Kurve auf der Symbolleiste Zeichnung. Sie zeichnen eine Kurve, indem Sie das Symbol Kurve anklicken. Mit der linken Maustaste klicken, halten, ziehen Sie auf die Folie eine Strecke. Lassen Sie die Maustaste los und bewegen die Maus zum Verformen der Strecke als Kurve. Wiederholen Sie, klicken, halten, ziehen und loslassen, Kurve bilden, damit die Kurve beliebig fortgesetzt werden kann. Wenn die Kurve die gewünschte Form hat, doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen. Verformen Sie die Kurve mittels Hilfslinien. Eine Kurve verformen mit Hilfslinien. Die Kurve kann nun weiter bearbeitet werden. Markieren Sie die Kurve, indem Sie sie anklicken. Klicken Sie auf das Symbol Punkte F8 im Kontextmenü. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um die Hilfslinien von mehreren Punkten anzuzeigen. Indem Sie die Enden der Tangente manipulieren, können Sie die Kurve weiter verformen. Sie können Punkte auch hinzufügen. Auf der Kurve können Sie weitere Punkte hinzufügen. Wählen Sie im Menü Ansicht Symbolleisten Punkte bearbeiten. In der Symbolleiste Punkte bearbeiten klicken Sie auf Punkte einfügen und klicken dann auf die Kurve an die Stelle, an die der neue Punkt platziert werden soll. Punkte löschen. Es können auch Punkte aus der Kurve gelöscht werden. Dazu muss der entsprechende Punkt angeklickt werden. Danach wird in der Symbolleiste Punkte bearbeiten das Symbol Punkte löschen ausgewählt. Eine Kurve auftrennen. Eine Kurve kann auch aufgetrennt werden. An der gewünschten Stelle den Punkt auswählen oder einen neuen Punkt setzen und diesen auswählen. Danach wählen Sie in der Symbolleiste Punkte bearbeiten das Symbol Kurve auftrennen. Es liegen nun zwei Endpunkte direkt übereinander. Sie können wieder auf den Punkt klicken und ziehen Sie das Kurvenende. Weitere Funktionen der Punkte auswählen. Wenn Sie bei markierter Kurve einen Punkt anklicken, können weitere Funktionen ausgewählt werden. Dies erfolgt mit den Symbolen Eckpunkt setzen, glatter Übergang und symmetrischer Übergang. Kurve schließen, Bezier. Sie können die Kurve auch schließen. Bei markierter Kurve wählen Sie das Symbol Bezier schließen, damit wird die Kurve geschlossen. Objekte umwandeln. Sie können Objekte auch umwandeln. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kurve. Im Kontextmenü wählen Sie Umwandeln in Polygon. Wenn Sie nun das Polygon mit der rechten Maustaste anklicken, können Sie im Kontextmenü Umwandeln in Kurve auswählen. Damit haben Sie wieder eine Kurve, die jetzt aber mehr Punkte als zuvor besitzt. Grundformen umwandeln und verformen. Klicken Sie die Folie 2 an. In der Symbolleiste Zeichnung wählen Sie bei Grundformen den Kreis aus. Zeichnen Sie einen Kreis.
Den Kreis klicken Sie mit der rechten Maustaste an und wählen Umwandeln in Kurve. Nun können Sie den Kreis verformen. Klicken, halten, ziehen Sie einen Punkt und lassen wieder los. Dies können Sie mit beliebigen Punkten wiederholen. Textsymbole umwandeln. Einfache Textzeichen bzw. Textsymbole können genauso umgewandelt werden. Klicken Sie die Folie 8 an. In der Symbolleiste Standard klicken Sie auf das Symbol Textfeld. Ziehen Sie ein Textfeld auf die Folie. Im Menü wählen Sie Einfügen Sonderzeichen. Wählen Sie die Schriftart, zum Beispiel WebDings. Schreiben Sie einige Zeichen in das Textfeld. Markieren Sie die Zeichen und wählen eine große Schrift aus, zum Beispiel 150 Punkt. Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf den Rahmen des Textfeldes und wählen Umwandeln in Kurve. Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichen und wählen Aufheben aus. Die einzelnen Zeichen können Sie nun verformen oder einfärben. Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf einzelne Zeichen und wählen Umwandeln in Polygon. Sie können nun die Zeichen in die Galerie aufnehmen. Umgewandelte Textzeichen aufnehmen in die Galerie. In der Galerie muss ein Benutzerordner angelegt sein. Mit Drag and Drop können die umgewandelten Textzeichen in die Galerie gezogen werden. Die neuen Galerieobjekte können nun beliebig mit Einfügen hinzugefügt werden. Oder Sie ziehen ein Objekt aus der Galerie auf die Folie. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.